Ich würde mal sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodon zu einer entspannten Folge Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen weiter gebaut, offscreen, aber nur ein klein wenig weiter. Ich kann es euch gerade mal zeigen, was hier weiter ging. Ja. Ich habe hier den Gang ein bisschen zu Ende gebaut, wie ihr seht. Ein ganz bis hinten durch. Und da haben wir hinten einen breiteren Raum. Da geht eine Tür hinaus, wo eigentlich ein Schalter dran sein müsste, den wir noch dran bauen können. Und der führt dann, wenn ihr rausguckt, der führt ins Nichts. Man sieht es vielleicht ein bisschen. Da ist nichts. Das ist dann sozusagen so ein bisschen die Todestür. Und hier, wenn wir hier lang gehen, da haben wir was ganz Interessantes. Da unten. Da geht man am besten nicht ohne Leiter hin. Da sollte man auch eine Leiter mit haben, wenn man wieder hochkommen will. Das ist das sogenannte Loch. Wer macht denn hier? Ein Villager hier oder was? Und hier ist das Loch, das Gefängnis, aus dem es wirklich keine Wiederkehr gibt. Oh, jetzt habe ich wohl was vergessen zu bauen. Das können wir jetzt mal ändern. Ich höre auch Villager-Sounds. Kann sein, dass wir hier direkt am Dorf liegen und nebenan irgendwie Villager rumrennen. So, und hier in der Kiste sind 10 verrottete Fleische und Wasserflaschen, 10 Stück Wasser und Brot sozusagen. Ja, wer hier drin landet, der ist wirklich, ja, das ist dann lebenslänglich im Loch. Und hier kommt man auch nicht raus, wenn man nicht wie ein Wärter die Treppe mit hat, die Leiter mit hat. Okay, jetzt haben wir da die Leiter unten gelassen. Das ist vielleicht nicht gerade praktisch, aber gut. Jetzt haben wir noch eine Leiter übrig. So sieht's aus dem Loch. Kommt man dann nur noch raus, wenn man rausgeholt wird. Und wenn man rausgeholt wird, dann hoffentlich nicht, aber unter Umständen hier zum Stups durch die Tür. Da müssen wir auch noch einen Schalter besorgen. Und hier kommen dann auch noch ein paar kleinere Zellen rein. Ja, das unterirdische Gefängnis. Das sind dann so die Zellen. Hier zwei, ich sag mal, normale Zellen. Da, so ist der Plan halt. Dann wird sich so ablaufen, dass da oben auch die, ja, normalen Zellen sind. Da wird die Gefangene noch gut versorgt. Da gibt es dann halt auch Essen. Wird dann Essen zugeliefert von, ja, von mir gegebenenfalls oder von einem Wärter. Da kriegst du auch gebratenes Fleisch oder sowas. Das soll dir halt nicht schlecht gehen. Du bist halt ja nur gefangen. Also so ist ja, kriegst normales Gefängnisessen. Ja, und wenn du halt hier unten kommst, da hast du schon ein bisschen was mehr angestellt. Da bist du schon ein schwererer Verbrecher. Wenn du in einem der Zellen hier unten landest, ja, dann kriegst du höchstens noch Rohkost. Ja, das Rohfleisch. Du musst dich schon mit ein bisschen was übrig gebliebenen abfinden und ja. Und dann gibt es auch noch das Loch da unten. Da willst du dann wirklich nicht reinkommen.
Das ist dann ja nicht so komfortabel. Ich baue hier gerade mal die nächste Zelle rein. Das Sonnenlicht gibt es unten auch nicht mehr. Also oben hast du noch ein Gitter drin. Und wer hier noch unten kommt, der sieht das Tageslicht für eine ganze Weile nicht mehr. Das ist dann... Im Loch siehst du sowieso das Licht nicht mehr. Und da ist die Fackel in die Ecke. Und da in die Ecke haben wir es gepackt. Aber ja, da unten ist es etwas dunkler. Okay, so weit wollte ich es auch nicht machen. Die Zelle. So, zack. Soll nicht so großräumig sein. Zack, so. Oh. Da wo wir gerade ein Dach drin war, geht es da wirklich raus. Es regnet, ich höre Regen. Das muss wohl ein Fehler sein. Wir sind hier tief unter der Erde. Hier kann es ja nicht drin regnen. Oder irre ich mich da? So, Fackel habe ich noch eine. Die muss ich hier gerade aufbauen. Und die Tür habe ich auch genau noch eine. Ja, hm. Vielleicht regnet es noch hier in der Zelle. Passt auf. Haben wir hier viel in der Matrix. Also hier noch weiter bauen. Da regnet es. Wo soll es denn bitte hier regnen? Ich zeig's euch mal, hier ist Gefängnis. Na gut, da geht's nach draußen, aber das ist hier unterirdisch. Das ist hier auf dieser Ebene, wo es hier gerade geregnet hat, da kann doch gar nichts regnen. Da drüber ist das Gefängnis, da drüber ist Stein, was ich selbst aufgebaut habe. Also wenn ich hier auf dieser Ebene einen Block abbaue, hier, da kann ja kein Wasser runterfallen. Tja. Seltsam. Also Bruchstein haben wir hoffentlich noch genug, um hier die Zellenwände auszuschmücken. Schmücken. Ist da wirklich ein bisschen falsch. Ja, hier regnet es unter der Erde. Ein paar Regengeräusche. Auch nicht gerade komfortabel für Häftlinge. Wo es überhaupt keinen Regen gibt. Das sind gerade die Baugeräusche, aber nebenbei hört man hier auch ein bisschen sanfte Regengeräusche. Und wetten, draußen regnet es nicht mal. Dann wäre das Spiel wirklich im Eimer. Und draußen nicht mehr regnen soll. Das könnten wir mal nachgucken, weil wir wollen eh mal Hebel besorgen. Und gleich für die Türen. Eine Tür habe ich jetzt hier noch, die ich einbauen kann. Danach habe ich keine Stahltür mehr. Es sei denn, wir bauen hier Holztüren ein. Aber nee. Ja, ich habe aber auch kein Eisen mehr, das ist blöd. Es sei denn, ich habe da noch irgendwo unten im Keller, in meinem Keller. Ein paar Eisenerze auf Vorrat. Es kann natürlich sein, dass ich welche mitgebracht habe von meiner letzten Expedition. Ja. Kann natürlich sein. So, die Fackel, die kommt mal hier hin. Und da kann noch ein kleines Gitterchen hin. So, ja. Und die Betten müssen wir hier auch noch einbauen. Wollen wir zumindest. Also so ist der Plan. So. Und da noch Stein hin. Oh, ja, da habe ich jetzt keinen Stein mehr, oder was? Da fehlt mir jetzt ein Steinblock, oder was? Oder wie? Oder wo? Brauche ich jetzt Bruchstein? Na, darauf wird es jetzt wohl nicht ankommen. Es schneit!
schneit und hört sich an wie Regen. Alles klar. Wieso auch nicht? So, Bruchstein. Das ist kein Bruchstein. Also jetzt erstmal die Sache hier beenden. Da müssen wir noch ein bisschen Bruchstein holen, damit wir weiterkommen. Vielleicht haben wir auch noch unten, ja, wir haben bestimmt im Keller ein bisschen Bruchstein. Da habe ich ja ein bisschen gesammelt. So, die noch zu machen. Die Regenzelle. Es regnet draußen nicht mal, es schneit. Macht Schnee hier auch denselben Effekt? Selben Sound? Scheinbar irgendwie macht es das. Dann sind wir hier hoch. Dann suche ich gleich meinem Keller nach. Kann ich noch schlafen oder ist schon wieder Tag? Ja, ich kann schlafen. Können wir wieder bei Licht arbeiten? Hops. Das ist zwar unter der Erde egal, aber Holzstein. Ja, ich habe noch ein bisschen Bruchstein dabei. Genau das. Ich habe Kies. Na super. So, Wolle brauchen wir noch. Zwei schwarze haben wir. Wir haben nicht genug Wolle für Betten. Dann müssen sie wohl unten auf Stein schlafen. Ja, hier stand mal eine Werkbank. Eisen, wollen wir mal gucken, ob wir Eisen haben. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, vier Eisenbahnen haben wir noch ein bisschen dabei. Das macht dann 8 gemeinsam. Ja, das reicht bestimmt für die eine oder andere Tür. Oder nicht. Ach, eine Spitzhacke sollten wir uns noch mitnehmen. Holztüren will ich da nicht einbauen, weil ich können die Gefangene ja von innen öffnen. Mit Spitzhacken habe ich nicht mit dabei. Fleisch. Ach, Fleisch habe ich ja ein bisschen Ruß noch mit dabei. Das sollte ich vielleicht gerade mal verzehren. Erde. Ja, natürlich immer genug von. Erde mangelt es uns wirklich nicht. Okay, ich will ein bisschen Herzen bekommen. 2 Äpfel. Die Nahrungskiste müssen wir mal offscreen auch mal auffüllen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Okay. Was passiert hier gerade? So. Bruchstein haben wir dabei. Können wir das mal hier ein bisschen schöner machen. Damit es auch auf beiden Seiten richtig aussieht. Erde. Ja, Erde bekommen wir hier. Wie gesagt, die geht uns nicht aus. So gesehen ein bisschen asymmetrisch, aber was soll's. Ist schon Schnee auf der Kiste hier gelandet. Und ein bisschen Bruchstein. Also ich brauche Türen. Türen. Und die Betten hast du nicht für mich. Schade. Türen. Eisentüren. Zack. Das sind 4 Eisentüren. Okay, ja. Reichen vielleicht aus. Steinspitzhacke. Für Eisen reicht es nicht mehr. Dafür habe ich 1 zu wenig. Und meine Eisenspitzhacke geht gleich sterben. Deshalb muss ich eine Steinspitzhacke mit dabei haben. Für den Fall, dass wir was brauchen. Schalter, 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 Schalter. Die wollte ich mitnehmen. Genau. Schalters. Da brauche ich Holz für. So, Schalters sind hier. Zack. Zack. Zack, zack. Ja. Muss erstmal reichen. Und dann machen wir noch ein bisschen mehr. So, zack, 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 zack. Schalters. Okay, das reicht. Wenn nicht, kommen wir nochmal hoch. So, runter. In die Zähnenblöcke hier. So, Tür. Zack. Und dann kommt hier so
Ein Siedwindhebel habe ich mit dabei. Ein Stock. Nee, da sollte eigentlich nicht hin. Hier so dachte ich. Nee, das ist zu weit unten. Muss er wohl hier hin. Ist alles ein bisschen eng hier, aber ja. So ist es halt. Und dann würde ich sagen, hier noch eine Tür hin. Hier noch eine Zelle bauen. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle gleich groß werden, aber Fackeln habe ich auf keinen Fall mehr mit dabei. Naja, müssen sie erstmal dunkel bleiben. Irgendwann komme ich mit Fackeln wieder. Erstmal hier ausbauen. Zellen. Zack, zack, zack. Hoppla, das wollte ich nicht. Bruchstauen. Ein Bruchstauen, genau. Kann ich die Wand hier durchschlagen? Und nein, da bin ich schon in der nächsten Zelle. Wand an Wand hier. Alles gebaut. Ui, habe ich eine Fackel abgerissen. Das sollte es eigentlich nicht. Dann hängen wir sie daneben. Fackel. Spitzhacke. So. Bauen wir sie hier hin. Ein Tür ist hier. Ein bisschen Gitter rein. Weiter mal die andere. 1, 2, 3, 4. 3 mal 4 Blöcke. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 und 1, 2. So, hier noch ein bisschen weiter. 3. So, da haben wir die Größe. Zelle. Das soll doch vom Schnitt zumindest nicht, aber von der Größe sollen sie recht gleich sein. Die Zellen. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Da haben wir zu viel weggebaut. Zack, 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 zack. So, hier zu. Eine große Zelle sollen sie auch nicht haben. Ist schon ziemlich luxuriös hier. Im Gegensatz zum Loch. Im Loch hast du dann gar nichts. Ist dann nichts los. Vielleicht stellen wir hier auch irgendwann noch Betten rein. So soll es ja nicht sein. Upsla, ins Zugang zugemauert. Aber ja, die Häftlinge sollen ja noch gut behandelt werden. Also das ist, wenn jetzt hier nicht der Sonderhäftling aus dem Loch bist, dann löst der ja hier auch einigermaßen gut gehen. Also hat schon seine Gründe, dass du da drin sitzt. Und wenn hier eine Etage weiter unten sitzt, solltest du dir auch Gedanken drüber machen. Aber ja. Also für Diebstahl kommst du nicht hier runter. Wollte ich nur mal sagen. So. Also für Diebstahl, dafür gibt es die oberen Stellen, die oberen Zellen. Und für einfache Vergehen. Ja. Und hier unten sind dann eher so, ja, für schwerere Sachen. Von Brandschatzung bis Mord. Versteht ihr, was ich meine? Hier unten kommen dann so die schwereren Leute hin, die so ein bisschen verscherzt haben. Das Loch, naja. Das ist dann wohl Hochverrat und Terrorismus, die da runtergeschickt werden.
eine lebenslängliche Pistolenstrafe bekommen. Ja, das ist Minecraft. Hier darf es noch die Todesstrafe geben. In Arno gibt's das noch. Ich hoffe nicht, dass es irgendwann mal dazu kommen wird. Ich bin auch gnädig gegenüber meinen Häftlingen. Ich werde mal gucken, dass ich da die Gnade vor Recht angehen lassen werde, sobald es möglich ist. Aber ja, es gibt auch schlimme Burschen in der Wüste, was ich meine. Und ja, Strafe muss da manchmal auch sein. Das reimt sich deshalb stimmt's. So, hier noch eine Zelle rein. Das muss auch mal sein. Die ist aber nicht ganz so klein. Versuch nicht mehr aufzureimen. Nee. Spaß beiseite. So, da ist schon die nächste Zelle. Holla. Das soll es nicht sein. Ja, komm, lass es jetzt sein, Zwergi. Keine Albereien. Ja. So, mit den Dichtern lasse ich es jetzt sein. Ist ja lustig jetzt hier. Voller Dichtkunst und so bin ich heute unterwegs. Ich scheiß mir ja fast ein. Vor Lachen. Nein, 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 nein. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, ich höre schon auf. Nicht ausbuhen, Leute. Nicht böse sein. Okay. So. Und da baue ich das Gitter ein. Genau. So, hier noch ein Hebel dran. Habe ich noch einen Hebel? Ja, ich habe noch jede Menge Hebel. Ich hebel dir gleich eine. So. Hebel, Hebel. Zur Tür, ihr könnt das mal sehen. Vorsichtig, dass ich nicht runterfalle. Da ist nichts. Dann geht's ins Leere. Die Tür werde ich hoffentlich nicht so häufig betätigen. Ich hoffe es. Wer ist denn hier eigentlich? Ist das Siegfried, der da draußen irgendwie rumläuft? Außer des Gefängnisses oder backt hier irgendwas rum an Sounds? Haben wir Sounds, die an den falschen Stellen abgespielt werden? Wo sie nicht hin sollen. Das Huhn, das hört man auch hier. Wenn's vielleicht draußen dann verschnupft. Jetzt wäre ich oben im Dorf. Was war das für ein komisches Geräusch? Aber der hat auch gehört. Ein Krieg. Das war doch ein Skelett. Das weiß ich doch, wie Skelett klingen hier. In Minecraft. Zacke, zacke, zacke in die Wand ziehen. So die Decke noch zu und dann haben wir das auch geschafft, haben wir die Zellen hier zu Ende gemacht, haben wir hier unser unterirdisches Gefängnis in diesem Part auch gemacht. Ich vermute, es wird schon bald Gefangene geben. Denn da werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Gerade in Zeiten des Ogoyana-Terrors. Ja. Die Ogoyana greifen ständig unser Dorf an.
dann werden wir nicht verschont. Und irgendwann kriegen wir einen von den Angreifern, oder von den Herrschern und von den Bossen in den Finger. Und die werden dann hier ordentlich einsetzen. Hoffe ich doch. Die werden wir uns doch hier vorknüpfen und dann mal in die Gefängnisreihe einliefern. So, und dann geht's dann runter ins Loch. Und zur Tür uns nix. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Die Hebel stören ein bisschen, aber ja. Scheint, als ob das Gefängnis fertig sei. Da schon, sind schon Betten drin. Ja, die Betten brauchen wir halt noch von unten. Das sind, glaube ich, nur 3 Zellen, wenn ich richtig gezählt habe. Und dann geht's hoch. Ein Wachturm. Kleiner Platz hier, um Kontrolle sich zu beschaffen. Ja, hier neben Siegfrieds Haus. Also, ja. Oh, Zombies. Da sperre ich mich mal gleich unten ein. Ich werde jetzt hier nicht von Zombies erwischt werden. Immer schlafen im Gefängnis, heute Nacht. Zack. Oh, Zombies hier drin oder was? Nee, draußen. Vorm Gefängnis. Ich habe hier keine Waffe mit. Nur meine Spitzhacke. Jetzt machen wir mal das Gefängnis zu. Das überrascht mich nicht. So, dann. Oh, Schwein. Ist das Wladimir? Nein, das ist ein gewöhnliches Schwein. Das ist Klaus. Im Gehege. So, traut es seinem Glück allein. Runter in den Keller. Den entdeckt man von außen nicht so gut, weil er am Hang liegt. So, Eisen können wir wieder reintun. 2 haben wir noch übrig. Nur noch ein bisschen Feuerstein. Zack. So, die Spitzhacke können wir gleich rüber tun. Holz. Zu dem Eisen. Und zwar Erze und so weiter, aber ja, muss wohl hier mit dazugehören. Die Eisentür auch noch mit rein. Da war unsere Schätze da in der Truhe dort hinten. Ach ja, die Werkbanktür ist da wieder hin. Haben wir die schon abgebaut? Naja, scheint zu. Und Waffen. Auch wenn eine Spitzhacke nicht unbedingt eine Waffe ist, aber da gehört es rein. Ach ja, hier können wir die Setzlinge reintun. Zu den Büchern und sonstiges. Samen. Ja, wir können ja mal anpflanzen hier. Aber einiges, was noch gesetzt werden können. Die Blumen und so weiter, die Samen. Wir kriegen auch neue Samen. Die Erde können wir behalten oder wegschmeißen. So, hier, das wollte ich mal. Ah, da steht die Werkbank noch. Da kann sie erstmal stehen bleiben. Falls wir nochmal was bauen hier. Spitzhacke habe ich jetzt natürlich weggebracht. Das ist natürlich, ja. Ist natürlich klar. Zack. Dann setze ich hier das hin. Das sieht dann doch ein bisschen eleganter aus. Wenn man da eine Treppe hat. Das ist so eine klotzhafte Sache.
Genau, Flieger haben wir dabei. Das reicht aus. Na komm, mach ein bisschen schneller. Mach weg da. So, mach Platz da für meinen Mazda. Weg da mit deinem Vectra. Zack. Hui. Das sieht doch viel besser aus gleich. Mit einer ordentlichen Treppe. So, wo wir gerade Erde haben. Zack, zack. Die muss man benutzen, um hier das Ganze ein bisschen schön aussehen zu machen. Schöner aussehend. Ja, die Erde brauchen wir ja eigentlich nicht im Inventar, aber nicht in der Auswahlbox. Aber gut. Ein Ei ohne Huhn. So, zack. Und dass das hier nicht so unwirklich aussieht. So. Ein bisschen Schönheit muss doch auch für einen Berg sein. Dass man hier mal runter kann zum Gefängnis. So muss es sein. Zack, zack, zack. Kommt man hier sehr leicht hoch. Und hier, das haben wir ja auch noch, da wollen wir mal irgendwo ein Beet anlegen. Ja, hier da drüben, da habe ich doch offscreen was gefunden. Hier ist doch eine Stelle. Ja, ich mache nicht viel offscreen, aber ab und zu dann mal was. Ja, hier könnte man vielleicht schon ein bisschen was anlegen an Beet-Geschichte, aber ja, da unten. Ja, da unten vielleicht nicht so. Vielleicht fange ich mal hier an. Ich mache hier ein kleines Beet draus. Mache hier ein bisschen was frei. Hinter dem Baum hier, da haben wir den Turm, da hinten mein Zuhause und hier die Kneipe und Schweine laufen hier auch umher, Tiere. Ist nicht gerade ungewohnt.